Na, den Osterhasen heute schon gesehen? Nein? Da kann ich aushelfen. In diesem Video zeige ich dir seine nächsten Verwandten, der Feldhase. Oder, wenn man es fachlich korrekt sagen will, Lepus europaeus. Fakt 1: Mythos Osterhase. In Deutschland leben ca. 3 Millionen Feldhasen. Wenn alle nun so fleißig sind, dass sie den Osterhasen spielen, dann muss jeder Hase 27 Menschen beschenken. Und man muss bedenken, dass der Osterhase die Verstecke auch erst noch suchen muss. Aber was glaubt ihr? Gibt es nur einen Osterhasen oder mehrere? Stimmt jetzt oben ab, ich bin gespannt. Fakt 2: Mythos, der Feldhase lebt im Bau. Auch wenn man den Feldhasen nur selten über eine Wiese oder ein Feld springen sieht, sollte man zwischen den Hasen und den Kaninchen unterscheiden. Der Feldhase ist Einzelgänger, sehr scheu und nachtaktiv. Tagsüber liegt er in einer Kuhle im Boden, die sogenannte Sasse. Fakt 3: Mythos, Hasen haben gute Augen. Tatsächlich ist der Feldhase kurzsichtig und bewegungssehend. Das bedeutet, er nimmt besonders Bewegungen wahr. Nichtsdestotrotz hat er alles im Blick, denn durch seine seitlich liegenden Augen, den Sehern, kann er einen Bereich von nahezu 360 Grad überblicken. Fakt 4: Mythos, Hasen sind stumm. Nur wer genau hinhört, der kann ein leises Murren hören. Solltet ihr im Wald einmal ein Quietschen wahrnehmen, seid vorsichtig, denn das kann von jungen Feldhasen stammen. Denn wenn ihr für den Feldhasen eine große Gefahr darstellt, stößt er einen durchdringenden, quäkenden Laut aus. Unter den Jägern ist es als Klagen bekannt. Fakt 5: Hasen sind schneller als jeder Olympialäufer. Tatsächlich kann der Feldhase eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Zudem können sie 3 Meter weit und 2 Meter hoch springen. Auch sind sie bekannt für ihr berühmtes Hakenschlagen, bei dem sie blitzschnell die Richtung wechseln. So kommt ihr Verfolger meist nicht schnell genug hinterher. Fakt 6: Der Hase frisst Karotten. Natürlich frisst der Feldhase auch mal Karotten, da er sich von Gräsern, Kräutern, Knospen, Blättern, Trieben und eben Feldfrüchten ernährt. Trotzdem ernährt er sich hauptsächlich von grünen Pflanzen. Der Lepus europaeus wiegt ca. 4 bis 5 Kilo und wird im Durchschnitt bis zu 12 Jahre alt. Fakt 7: Der Hase ist Meister der Tarnung. Durch seine im Sommer erdbraune und im Winter gräulich-braune Fellfarbe und eine Höhe von 75 cm fällt es ihm nicht schwer, sich vor Feinden, dem Fuchs, den Rabenvögeln, den Greifvögeln und den Wildschweinen zu verstecken. Fakt 8: Die Häsin ist wählerisch. Um beim Weibchen anzukommen, muss das Männchen seine Ausdauer und Kraft erst in Wettläufen und Boxkämpfen unter Beweis stellen. Doch die Häsin geht auch mal fremd. Sie paart sich in einem sehr kleinen Zeitraum mehrmals. So trägt sie die Kinder unterschiedlicher Väter aus. Das Außergewöhnliche daran ist, dass das Weibchen während ihrer Tragezeit erneut trächtig werden kann. Das bedeutet, dass sich Embryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien in ihrer Gebärmutter befinden. Fakt 9: Der Feldhase ist ein Weltreisender. Der Feldhase kommt in vielen Teilen Europas, aber auch in Nord- und Südamerika, Neuseeland und Australien vor. Er ist kein Nagetier, sondern gehört zu den Hasenartigen. Sein nächster Verwandte ist der Schneehase und natürlich der Osterhase. Fakt 10: Der Feldhase ist bedroht. Der Feldhase ist in seinem Lebensraum durch den Straßenverkehr und die Landwirtschaft eingeschränkt. Denn dadurch fehlen den Hasen genügend Versteckmöglichkeiten und Nahrung. Zudem fallen in Deutschland jährlich ca. 60.000 Feldhasen dem Straßenverkehr zum Opfer. Das war's mit dem Video. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonnier mich. Ansonsten wünsche ich euch einen frohen Ostersonntag und eine frohe Eiersuche. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja noch den Osterhasen. Tschüss und auf Wiedersehen.